Everything seems quiet. You're the only thing I wanna touch. I'm the plane, you're the pilot. Didn't know that I could feel this much. Save the tears for another day. So, wir kommen vom Tierarzt und es regnet bei uns, also es schüttet gerade ziemlich und ich habe keinen Schirm. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich die Babys trocken reinbekomme. Also ich habe extra hier das Tuch, das kann ich dann einmal drüber legen, aber es schüttet gerade ziemlich heftig. Ja, hilft nichts, wir müssen rein. So, dann nehmen wir einmal unsere Tüte und dann wagen wir uns hinaus in den Regen. Der Regen wird immer heftiger. Das ist jetzt nicht gut. Also ich habe hier einen Schirm, aber der ist halt irgendwie nicht mehr wirklich. Oder jetzt doch? Ah, er geht wieder. Okay. Also, der Schirm geht wieder. Das heißt, okay, den werde ich über die Babys geben. Hauptsache die Babys sind sicher. Ich setze mir die Kapuze auf und dann versuchen wir das jetzt einfach. Seid ihr auch so, dass ihr schon mal quasi auf dem Weg oder schon im Auto euren Schlüssel rausholt? Das mache ich zum Beispiel immer. Manche kramen ihn ja erst an der Tür raus. Also das mache ich auch manchmal, aber meistens in der Regel packe ich den schon vorher aus. Genauso ist es mit dem Geldbeutel zum Beispiel an der Supermarktkasse. Den hole ich auch schon vorher raus und habe ihn dann schon in der Hand und nicht erst, wenn ich dann an der Kasse stehe und bezahlen muss, sondern ja, eigentlich schon, wenn ich warte in der Schlange. Wie macht ihr das? Schreibt ihr das mal gerne. Weil Stefan meinte zum Beispiel, du bist wie deine Mama. So typisch. Und ich weiß jetzt nicht, ob das ein typisches Frauending ist, dass man schon vorher seine Sachen bereithält oder ob das jetzt typisch bei uns in der Familie ist. Also deswegen schreibt mir gerne, wie das bei euch ist. So. Und jetzt nehme ich mir schon die Medikamente, dass die nicht auch nass werden. Wir packen es. So. Oh, besser. So, das ist jetzt, nachdem ich Tschüss gesagt habe, aber dass man den Erik auch mal ein bisschen sieht, füge ich das einfach jetzt noch ein. Da ist er, unser Erik. Hm, du Rabauke. Erik sitzt auf seinem Thron. Kann man sagen, wie sie ihre Pfötchen hier abstellt. Das ist süß. Man sitzt der Erik im Schlafzimmer, ins Badezimmer total. Oh Gott, wie sie da steht. Das ist übrigens auch eine gute Übung. Sie streckt sich. Strecken ist wichtig. Man sieht aber hier, das Füßlein wird nicht so belastet. Ne, aber strecken ist wichtig. Sehr gut. Die Babys haben übrigens wieder eine Scheibe. Mal schauen, wie lange. Ne? Die letzte wurde nämlich dann auf einmal als Klo benutzt und dann musste ich sie wegschmeißen. Aber noch ist sie schön und frisch. Stefan hat die extra abgeschliffen, dass sie ja nicht so glatt ist, aber halt glatter, weil die war ein bisschen, ne, halt, ja, eine schöne Scheibe. Habe ich gefunden, habe ich dann eingefangen, den ganzen Berg hoch. Das war schwer. Ach Leute, schaut, wie kann man so süß sein, der Fuß. Ach Gottchen. Hm, super Schatz. Ach Erik.
Ich koche. Es gibt Champignons in der Pfanne gedünstet mit Zwiebel und dann Bandnudeln. Bruno lässt sich schmecken und hat sich auch extra fürs Essen geschmückt. Heute wurde sein Zähnchen gemacht beim Tierarzt, sein Vorderzähnchen, sein Kampfzahn wurde abgeschliffen. Jetzt kann man wieder schön essen. Und die Emmy kann auch wieder gut essen. Ihr Zähnchen wurde nämlich heute auch abgeschliffen. So. Hallo Leute. Interessiert euch überhaupt noch die Vorspeise? Ist jeden Tag das gleiche, ein Apfel und eine Orange. War ein anstrengender Tag für Emmy. Ich habe meine Soße versalzen und jetzt musste ich ganz viel Sahne nachkippen. Und sie ist immer noch versalzen. Ganz viel Sahne und Frischkäse habe ich mit rein, um das ein bisschen zu strecken. Aber ja, mal schauen. Ich hoffe, mit den Nudeln geht es einigermaßen. Aber jetzt ist unglaublich viel Soße. Also das ist eigentlich fast eine Suppe. Sogar für mich ein bisschen zu viel Soße. Oh, der Herr Erik kommt auch mal aus dem Schlafzimmer. Das ist aber schön. Gibt es den Erik auch noch? Wer hätte das gedacht, ha? Den ganzen Tag sieht man nicht. Ihr schaut, eine falsche Bewegung, er erschrickt und ist wieder im Schlafzimmer. Bis morgen. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.